Da habe ich gemerkt, dass das nicht so ganz leicht ist, sich jetzt mit so entferntem Lebendigen zu verbinden. Das ist ja immer ein bisschen so abstrakt. Also die Tiere im Urwald oder auch der Wald vor der Tür ist alles weit weg. Es gibt aber etwas, was das Lebendigste ist, was wir kennen und was uns so nah ist wie nur irgendwas. Das ist unsere eigene Lebendigkeit. Und deshalb ist das möglicherweise die interessanteste Chance, die wir haben, dass wir uns wieder, endlich wieder mit unserer eigenen Lebendigkeit verbinden. Und das würde bedeuten, wer das macht, der muss dann fragen, hey, wo ist denn meine Lebendigkeit geblieben? Wo sind denn meine lebendigen Bedürfnisse geblieben? Warum tanze ich nicht mehr? Warum singe ich nicht mehr? Warum spüre ich nicht mehr? Warum macht das keinen Spaß mehr mit dem Sex? Und wo ist meine Erotik und alles hin? Und dann kann es sein, dass Menschen sagen, das will ich nicht mehr. Hamsterrad habe ich lange genug gemacht. Aus die Maus, ich komme raus.